Auf meiner Instagram-Seite habe ich gefragt, ob ihr trotz Corona dieses Jahr Lust habt auf eine Ostermotivtorte. Die meisten haben geschrieben, ja, sie möchten trotz allem gerne eine Ostermotivtorte von mir sehen. Ich muss aber sagen, ich habe sie in diesem Jahr etwas kleiner, etwas dezenter und nicht ganz so aufwendig in der Dekoration gehalten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ja, uns geht es ja momentan allen so. Das Osterfest wird dieses Jahr in ganz, ganz, ganz kleinem Familienkreis, nämlich im Kreise eurer Lieben, die zusammen in einem Haushalt wohnen. Bei mir sind das nicht ganz so viele und deswegen gibt es heute eine kleine, wie ich schon gesagt habe, etwas dezentere Motivtorte, aber dafür ist sie hammer, hammer lecker und ihr solltet, wenn ihr sie nicht als Motivtorte macht, wenigstens den Kuchen nachbacken. Es gibt nämlich einen leckeren Schokorührkuchen, gefüllt mit frischer Banane und ganz, ganz viel Sahne. Wir starten los mit dem Schoko-Bananen-Rührkuchen. Los geht's mit dem Kuchen. Dazu benötigt ihr Zucker, weiche Butter, Vanilleextrakt, alternativ ein Päckchen Vanillezucker, Salz, Backpulver, Milch, reife Bananen, Kakaopulver, Eier und natürlich auch Mehl. Die Backform habe ich schon vorbereitet. Ich backe heute in 22 cm Durchmesser. Solltet ihr eine andere Backformgröße verwenden, dann schaut mal hier oben in der Umrechnungstabelle. Da könnt ihr euch den Kuchen nämlich auf andere Springformgrößen umrechnen. Den Boden habe ich schon mit Backpapier bespannt. Der Rand ist übrigens nicht eingefettet. Der Rührkuchen wird ganz, ganz klassisch hergestellt. Dazu wird die weiche Butter mit Vanilleextrakt und Zucker etwa 4 bis 5 Minuten hellcremig aufgeschlagen. In der Zwischenzeit wird Mehl, Kakaopulver, Backpulver und Salz gemischt und gesiebt und kurz auf die Seite gestellt. Außerdem wird noch die Bananenmilch zubereitet. Dazu nehme ich die reifen Bananen, gebe sie zusammen mit der Milch in einen Mixer und püriere alles ganz fein. Sobald das Butter-Zucker-Gemisch hellcremig aufgeschlagen ist, kommen zuerst einzeln und nacheinander die Eier dazu. Und schließlich im Wechsel das Mehlgemisch mit der Bananenmilch. Mit einem Teigschaber rühre ich den Teig noch mal ganz kurz um, da sich oftmals am Rand und auch am Boden etwas Mehl absetzt und dann kommt er auch schon in die Backform. Gebacken wird der Schokobananenkuchen im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für etwa 35 bis 38 Minuten. Wenn nach dem Backen am Stäbchen nichts mehr hängen bleibt, dann ist der Kuchen durchgebacken und muss nun vor dem Weiterverarbeiten vollständig auskühlen. Der Schokokuchen ist vollständig ausgekühlt und nun wird die Füllung zubereitet. Dazu benötigt ihr reife Bananen, Schlagsahne, ein Sahnestandmittel, helles Tortengusspulver und etwas Wasser. Gegebenenfalls benötigt ihr auch noch etwas Zucker. Richtet euch nach den Angaben auf der Packung eures Tortengusses. Außerdem wird noch benötigt Vanillezucker und Schokoraspel. Zuerst wird der Tortenguss zubereitet. Dieses macht ihr nach Packungsanweisung. Mein Tortengusspulver wird mit Wasser in einem Topf gemischt und unter ständigem Rühren aufgekocht. Anschließend muss der Tortenguss einige Minuten auskühlen. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal den gewölbten Deckel von meinem Schokokuchen ab. Dieser wird allerdings nicht weggeschmissen, den müsst ihr aufheben, den braucht ihr nachher noch für die Deko. Um den Schokokuchen wird nun fest ein Backrahmen gespannt und hier hinein schneide ich nun die Bananen in Scheiben von etwa grob einem Zentimeter. Ich mache das nur ganz grob, diese verteile ich auch nur ganz grob und gebe schließlich den hellen Tortenguss obendrauf.
die Oberfläche noch etwas glatt streichen, sodass auch wirklich alle Bananenstücke mit Tortenguss bedeckt sind. Und so muss der Kuchen für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wird die eiskalte Sahne mit Vanillezucker und dem Sahnestandmittel steif geschlagen. Die Schokoraspel werden dazugegeben und untergehoben. Die Torte ist nun ausgekühlt, das Tortengusspulver ist fest und hier wird nun die komplette Sahne darauf verteilt und anschließend kommt die Torte für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank. Die Zwischenzeit kann super genutzt werden, um die Deko zuzubereiten, also die beiden Hasenohren und die Hasenpfötchen. Ich habe mich dieses Jahr für weiße Modellierschokolade entschieden. Aus dem einfachen Grund, ich habe eine Sahnetorte und jeder, der schon Motivtorten gemacht hat, der weiß, Sahnetorten dürfen mit Fondant, Blütenpaste und Modellierfondant nicht in Berührung kommen, beziehungsweise das darf mit den Sahnetorten nicht in Berührung kommen. Bei Modellierschokolade ist das ganz anders, da sind nämlich Sahnetorten als Basis überhaupt kein Problem. Zum anderen, Modellierschokolade ist zwar zu Anfang sehr fest, wenn sie aber weich geknetet und ausgeformt ist und man sie 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank legt, dann wird sie nämlich auch wieder sehr, sehr schnell fest und kann direkt nämlich für die Deko verwendet werden, im Gegensatz zu Fondant und Blütenpaste, die ja doch mehrere Stunden oder sogar auch Tage zum Durchhärten benötigen. Damit die Modellierschokolade etwas weicher ist, habe ich sie 5 Sekunden in die Mikrowelle gegeben, knete sie nun nochmal durch, forme anschließend einen Kegel, den ich schließlich ein klein wenig flach drücke. Dieser wird nun ausgerollt, allerdings lasse ich das untere Ende ein klein wenig dicker. Mit Hilfe einer Hasenohr-Papierschablone schneide ich nun 2 Hasenohren aus. Ich zeige euch hier im Video nur 1, aber selbstverständlich habe ich noch ein 2. hergestellt. Mit essbarer Lebensmittelpuderfarbe in hellrosa pudere ich das Ohrinnere aus. Für den Rand nehme ich zuerst einen etwas festeren Pinsel, für die Mitte zum Auspudern einen fluffigen. Damit die Ohren auch später gut in der Torte halten, stecke ich unten noch 2 Zahnstocher hinein. Bei einem Ohr, nämlich bei diesem hier, knicke ich noch die obere Spitze ab. Für die beiden Hasenvorderpfötchen nehme ich nochmal 2 Stücke Modellierschokolade, die ich ganz grob oval drücke und mit einem Modelliertool ausforme. Diese lege ich, solange die Schokolade noch weich ist, über einen Löffelstiel, sodass sich nach hinten eine runde Kante bildet und so gebe ich die Modellierschokolade für 30 Minuten in den Kühlschrank. Zum Dekorieren der Torte schlage ich nochmal Schlagsahne mit Sahnestandmittel auf, siebe anschließend Kakaopulver hinein, sodass ich eine leckere Kakaosahne habe. Die Torte wird nun aus dem Backrahmen gelöst und mit der Schokosahne komplett eingestrichen. Von der Schokosahne verwendet allerdings nicht alles. Ich habe mir ein klein wenig für die Deko später noch übrig gelassen. Der aufgehobene Kuchendeckel wird nun ganz fein gebröselt und ringsherum auf der Torte verteilt.
Als Nest verwende ich essbares Ostergras. Dieses empfehle ich euch aber erst kurz vor dem Servieren auf die Torte zu dekorieren, denn das essbare Ostergras besteht nämlich aus Esspapier und weicht nämlich im Kühlschrank etwas durch. Schließlich wird die Torte noch mit den Hasenohren, mit den Hasenpfötchen, der restlichen Sahne und noch einigen Schokoknuspereiern dekoriert.